meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Sivsnovska Map zusammen mit den Tino. Hi Leute. Mit den Pixel. Guten Tag. Und mit Freezy. Was geht ab? Habt ihr schon beide schon eine Seemaschine? Ich habe eine. Und ich habe eine. Also und muss noch Freezy hat eine. Und ich habe mir gerade eine geholt, ja. Okay. Gedüngt ist, sagt ihr? Ja. Bis auf wenige Stellen. Ja, nun denn, dann würde ich sagen, schaue ich euch zu. Schon mal einen Treasure vorführen. Was soll ich denn vorführen? Der steht neben dem Feld. Gib mal Feedback. Soll ich mit dich anfangen? Ja, ja. Ja. Weizen, ne? Weizen, ja. Und Haar Pixel hat's verkackt, oder? Nee. Hast Weizen drin? Ohne ja? Haar. Hast Weizen, ja? Ja, ohne Haare, alles klar. Sehr schön. Gut. Was wollen wir dann mit dem guten Zeugs machen eigentlich? Soll er eigentlich eingespeichert werden, meines Erachtens nach? Ah, dann wird doch der Speicherstand immer größer. Ja, und, was für ein Brüller, ey. So, das ist halt sowas von lustig. Ich überlege gerade. Was wollten wir uns denn gönnen eigentlich? Oh, wir haben so schöne Transportfahrzeuge. Das war der. Ja, und sonst so Mädels, erzählt mal was. 21. Der jetzt von Tino, jetzt von Tino gerne mal Feedback. Was denn? Um Gas geben. Was? Also, du merkst nicht mal einen Unterschied, naja. Top. Was meinst du denn? Wir haben immer weniger drauf. Wie ist jetzt das Anfahren? Was, Drive Control ist nicht drauf? Nein, sieht man ja. Genau so. Dann weiß ich es nicht, an was es liegt. Am Lenkrad. Mhm. Können wir wieder drauf machen. Hast du jetzt zu Testzwecken mal runtergenommen oder wie? Ja, unsere Befürchtung war es ja, es ist Drive Control. Ja, gut, aber das heißt jetzt nicht, dass wir ohne spielen müssen. Aber ist richtig, ja. Können wir natürlich. Ach, scheiße. So, wartet, Leute, ich muss mal fix hier das Passwort eingeben. Also, ich fahre jetzt nochmal ohne Haare dran, ne? Ja. Ja. Gut. Hat er Wendy vorhin schon ja gesagt? Ja, ich weiß, aber ich wollte nochmal für mich sicher gehen. Okay. So, warte mal, was haben wir denn noch? Dann haben wir das hier noch. Okay. Das nach der dritten Bahn sicher gehen ist immer so eine relativ heftige Sache, ne? Besser spät als nie, oder? Also ich weiß, dass die Jungs eigentlich drauf stehen, wenn du Tigerfelder machst, aber... Speziell Randy liebt das. Aber am allerliebsten mögen sie, wenn du auch so ein Gras anbaust. Also sag das mal, Gras ist schwer zu entfernen, wa? Mhm. Wollten wir nicht generell so ein bisschen tiertechnisch... Ja, für Zebras. Cool. Wie bitte? Zebras. Was können wir denn? Wir könnten ja die platzierbare Futtermischstation reinschmeißen, oder? 250.000. Was? 250.000. Die große. Es gibt's mehrere. Ich kenne jetzt nur noch die von 13 damals von Marvel. Wo du die drei Dinger reinhaust. Ja, einfach nur. Ich glaube, die war damals so um den Dreh herum. Na, ne. Die kostet keine 350.000. Bei. 50 Viertel. Was? Alter, ich verstehe dich nicht. Tut mir leid, hat es jemand anders verstanden?
Also weiß irgendjemand, wie viel die jetzt kostet? Nee. Randy? 250.000! Ja, Randy, aber es hat keiner sonst verstanden, also tut mir leid. Ich hab's jetzt aber dreimal in der Lautstärke gesagt. Nee, hast du nicht, eigentlich nur einmal. Ich war's aber drinnen hier, oder? Die kostet doch nicht 250.000. Na, weißt du, wie es ist? Ich kenn die nur noch aus dem 13er. Aha. Da findest du, was ist so teuer? Glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Also 350.000 finde ich viel. Zwei. Ne? Ja gut. Müssen wir halt schauen. Also die kann man ja aber direkt platzieren eigentlich, oder? Ja. Von oder daher. Meines Erachtens nach so konvertiert. Ja. Aber es kann nur sein, dass die vielleicht 90.000 oder 100.000 irgendwie in den Dreh rum war. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Bin ein bisschen länger her. Gut. Wisst ihr? Richtig ungewohnt ohne Drive Control, ey. Wisst ihr was? So muss das in der Dresdner Bank immer klingen eigentlich. Wer hat eigentlich das Ding hingestellt? Ha? Ja. Vince, hab ich mir das früher so vorgestellt. La 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 la. La la la. So. Ja. Dann einmal spulen, oder? Ja. Hier fehlt noch eine Bahn. Auf dem Felder. Dann mach. Ja, ach, bin schon dabei. Ja, mach. Ach, ja, wach. So, jetzt können wir aber gleich spulen. Müsste ich das? Weiß nicht immer, Steuerung R? Schade. Ist es auch. Bist fertig? Spule. Nee. Wie spät ist es bei euch? Viertel vor sechs. Also bei mir ist es jetzt um sieben, um acht ist es jetzt. 10:32 Uhr. Dann macht's bestimmt gleich noch einen Sprung. Ah ja, jetzt auch bei mir. Sehr gut. Ich hab den Knopf vergessen. Ach ja. So. Ich ernte mal fröhlich einer los, ja? Mach das. Soll ich einen Strohwagen holen? Bin schon dabei. Hört ihr mich? Ja. Ja? Ja, ich müsste abgetankt werden. Ich komm schon. Es werden verschiedene Sachen angesehen. Nee, oder? Nee, das Feld ist gelb, Weizen. Ja, aber wieso habe ich Gerste drin? Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Vielleicht war nur da vorne halt irgendwas. Ich hab keine Ahnung. So. Soll ich das wegbringen gehen oder irgendwo rein? Ja, einlagern. Direkt einlagern. warte mal, die Strohablage war. Wo lagert man das ein? Im Lager. Auf dem Hof. Das sind da, wo die großen Silos stehen. Da dahinter kannst du es abkippen. Ah, da. So, Stroh können wir jetzt auch erstmal einlagern. Das ist ja das Gute an der Sache. Und lenken. Und auf geht's, nächste Runde. Anmachen. Fuck, doch einer hier mal mich ab jetzt. Das gibt's auch gar nicht.
Willst du mich rollen? So. GPS ärgert heute ein bisschen. Na gut. Sonst, was gibt's Neues, Schönes? Was gibt's Schönes, Neues? So rum. Ja. Was ist das? Das heißt nicht viel. Das nicht heißt viel. Nicht viel. Ich habe hier noch etwas gestorben. Von meinem Armbrot. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Aber da kannst du ja das schön streichen. Ansonsten ist bis dato nicht viel passiert. Mit 94. Mhm. Ja, ist er doch alt geworden, ne? War er nicht 96? Der ist der 94. Auf jeden Fall über 90. Ja, aber ansonsten ist in der Welt alles, wie es halt ist. So schön. Ja! Mensch, weitere Runden auf Sosnovka. Hier, mit uns. Was können wir denn überhaupt Schönes machen auf dieser Karte? Ne? Das ist ja immer die große Preisfrage. Wir können ja Felder bestellen, wir können, also wir können grubern. Wir können ansehen, wir können düngen, wir können ernten. Das Ganze können wir dann verkaufen, wir können Tierchen halten, können Mischfutter herstellen, können ein bisschen die BGA bedienen. Ja, sind alles so eine Sachen, ne? Das kann man alles machen hier. Aber alles halt eben nur Standard aktuell, weil es diese Karte nicht gemoddet gibt in dem Sinne. Und ja, erstens, weil es diese Karte in dem Sinne nicht gemoddet gibt, und zweitens ja, ist es halt Standard LS, ne? Ist ja keine Mod-Map. So, und da ist jetzt die Frage an euch da draußen, liebe Zuschauer, und an euch, liebe Mitspieler, wie findet ihr das? Bescheiden. Ah, du bist ein Zuschauer? Er hat doch gerade gesagt Mitspieler. Zuschauer und Mitspieler. Aber ich weiß, dass du nicht zuhörst, Randy. Ja, bei dir, du weißt doch, ich habe einen Filter. Ja. Aber der ist eben auch bei Manus aktiv gewesen, also... Da war ich gerade mit der Pepsi beschäftigt. Hast du wenigstens ein Cola-Glas gegossen? Fuck the system. Nee. Okay. Nein, Cola-Glas habe ich nicht mehr. Ich habe nur noch so einen Coca-Cola-Eisbär-Daddy. Abtanken. Ja, ich komme. Es ist halt da, ne? Leider, ich weiß auch nicht, ich habe so das Gefühl, es hat noch keiner die Karte gefunden. Wurde auch schon angeschrieben. Weißt du, wo die Karte versteckt ist? Hey. Wer hat dich angeschrieben? Zuschauer über Facebook habe ich, oder über die Kommentare, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Er will halt die Karte mappen, also modden und alles und hin und her, findet auch die Karte im Verzeichnis. Ich habe schon drin geschrieben, das ist richtig, ich habe sie auch nicht gefunden und klicke auch nicht. Ja, die ist übel versteckt irgendwo. Die muss irgendwo versteckt sein, ja. Was ein bisschen blöd ist. Die anderen zwei Karten, die Ami-Karte und die Björnheim-Karte, die sind frei. Ich weiß nicht, warum Giants gerade die jetzt hier so massiv versteckt, aber So, lässt er mich mal wieder rein hier ins Gebälk? Pixel, warum fährst du nicht? Achso, jetzt ja, Pixel, fahr mal weiter. Ups, das war der Kotflügel. Kein Problem, Vollgaske. So, ja, das ist natürlich so eine Sache. Es ist schwierig, weil wenn man natürlich einerseits Südhämmern spielt, bei uns, Economy Times, da spielen wir das wunderschöne Südhämmern. Und andererseits dann aber auch noch Forst. Gut, Forst ist halt... Ja, aber haben wir ja auch einiges an Mods mit drin. Dann ist das immer so eine Sache. Also, ich weiß nicht. Sind wir ein bisschen lame dann hier, ne? Pinze? naja, gut. Du kennst ja die richtigen Mod-Maps, kennst du ja gar nicht. Nee. Also, du weißt gar nicht, was es für, was dir eigentlich für Möglichkeiten. Nee, weiß ich nicht, nein. Wir haben jetzt zum Beispiel auf Südhermann jetzt eine Schnapsbrennerei gekauft und stellen jetzt Schnaps her. Okay, ja, okay, das ist natürlich cool, aber... Ja. Ich kenn's jetzt nicht anders, aber mir gefällt's. Es gibt eine Map, muss ich ganz ehrlich sagen, und die finde ich persönlich richtig krass. Also die habe ich mir selber schon angeschaut, und das ist eine Map,
Alter Schwede, also die würde uns, denke ich, richtig viel Spaß machen. So, Moment. Aber eben abtanken, dann kann ich den weg hier bringen. Aber ist sowas von. Entschuldigung, Pixel. Bleib stehen. Ja, es gibt eine Map, die würde uns richtig viel Spaß machen. Also die wäre richtig cool. Aber das dann morgen. Um was es sich genau handelt. Mensch, da ist die Zeit schon wieder rum, da haben wir an der Uhr gedreht. In dem Sinne, wir sehen uns dann dementsprechend im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Das Däumchen da lassen nicht vergessen. Und dann ist auch schon wieder Dönerstag, wenn der anderen vorbeischauen. Ne, bis dann, oder? Tschüss, Leute.